Hallo, hallo meine Lieben, hier ist wieder euer Einel Harry. Servus, grüßt euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid alle fit. Ich hoffe, ihr könnt heute das schöne Wetter genießen. Mir geht's gut. Heute geht's um, was geht's um, was geht's heute? Heute geht's um, wenn man die ganze Zeit Schimpf kriegt. Wenn man die ganze Zeit Schimpf kriegt und es heißt, was hast du jetzt schon wieder bestellt? Ihr wisst, was ich meine. Heute geht es um Werksverkauf. Ich habe beim Werksverkauf wieder zugeschlagen. Den Werksverkauf, wenn einer von euch den Werksverkauf noch nicht kennt, es gibt ja immer noch Leute, die kennen es immer noch nicht. Du kannst entweder nach Landau an der Isar fahren zum Werksverkauf, sodass du dort einkaufst. Dann dort gibt es so viel mehr praktisch, wie ihr in dem Online-Shop vom Werksverkauf findet. Und den Online-Shop vom Werksverkauf, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch anschauen. Da seid ihr auch gleich auf der Einhell-Homepage, da könnt ihr praktisch eure Geräte anmelden, da könnt ihr eure Garantie anmelden, wenn ihr eine habt. Da könnt ihr eure Garantiesachen, den Stand anschauen und so weiter. Ihr habt noch nie eine anmelden müssen, weil der Harry klopft auf Holz, hat immer Glück gehabt bis jetzt. Und darum geht es. Obwohl meine Frau diese Woche mehr Pakete gekriegt hat wie ich, aber ich habe wieder zugeschlagen, weil ich brauche ein paar Sachen für meine andere Einheilwerkstatt und da habe ich einfach zugeschlagen. Und was machst du, was soll, will ich euch sagen, Charlie, was hat der Harry bestellt, Charlie? Was hat der Harry bestellt? Ein Staubsauger. Ein Staubsauger. Ich weiß, du sagst jetzt, wie viel braucht der noch? Hat der einen Staubsauger-Spleen? Nein, der Staubsauger ist wirklich wichtig. Das ist ein sehr wichtiger Staubsauger, weil ich in dieser Werkstatt alles nur noch mit Akku mache. Ja? Okay, ich habe ein paar Fremdmaschinen mitgenommen, weil ich momentan noch nicht alles so doppelt habe, wie ich mir das vorstelle. Aber das im Werksverkauf gibt es das ja immer wieder und da kann man es dann abstellen. Ja? Und das wird eine reine Akku-Werkstatt und da muss ich euch was zeigen. Das Highlight, was dieses Jahr noch rauskommt, das muss ich euch zeigen, ein Staubsauger, auf dem warte ich wirklich schon das ganze Jahr. Da habe ich den Katalog damals am Jahresanfang gesehen und habe mir gedacht, diesen Staubsauger, den brauche ich, der ist voll geil. Der heißt TPVC3630S Auto und der ist praktisch so, das ist praktisch auch ein X-Twin-Staubsauger, die Konnektivität, Staubabsaugung ohne Kabelverbindung, dank Konnektivitätsfunktion. Die Absaugung startet automatisch beim Starten des Akkuwerkzeugs, zum Beispiel Akku oder Akkustichsäge. Der sieht so aus und der soll, ich habe telefoniert mit denen, bis Ende September kommen. Mein Vororder steht ja praktisch für alles, was kommt, weil der Harry ist ja der eine Harry ist der, der wo für euch die neuesten Geräte, sobald es ihr bekommt, testet. Oder besser gesagt, erstmal auspackt, zusammenbaut, anschaut, wie sind sie, wie gefallen sie ihm und so weiter und so fort. Und dann noch ein Testvideo kommt, wo ihr auch von euch oft Infos kriegt, das könnt ihr schon so und so machen. Ja, okay, das ist super. Ich habe erst wieder Info gekriegt. Du könntest doch, der steht jetzt da unten, den Schraubstock und den Amboss rot lackieren mit der Power Exchange Lackpistole. Ja, gute Idee. Gute Idee, das Problem ist nur das, da muss ich darin alles womöglich abkleben, aber das werden wir machen, werde ich draußen mal machen, den Amboss und den Schraubstock werden wir draußen mal spritzen, werden wir anschauen. Jetzt habe ich momentan keine Zeit dazu, weil ich bin in einer Woche schon wieder weg, also in ungefähr einer Woche. Aber wie gesagt, das ist mein absolutes Highlight-Teil, auf das war das ganze Jahr schon, da bin ich richtig gespannt drauf, wie das funktioniert, wie das geht, weil das Problem ist immer das, der Harry macht ja immer das so. Er hat ja hier so einen Staubsauger mit Akku und das habt ihr in Willi-Videos schon gesehen. Das ist einer von meinen Lieblingsstaubsauger, muss ich sagen. Und das habt ihr oft in die Videos schon gesehen. Ich habe zum Beispiel die Sachs Hobelmaschine, den Handhobel habe ich praktisch genommen und dann mache ich und dann ist das ja so laut, dass ich nichts höre und habe wieder vergessen, das Ding einzuschalten. Und das passiert mir eigentlich laufend. Und deswegen bin ich richtig geil auf den Staubsauger. Aber das ist auch ein richtig tolles Gerät, da habe ich schon mehrere Videos dazu gemacht. Das ist ein richtig gutes Gerät. Oh, hoppala. Und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, um was es geht. Es geht um Werksverkauf. Wie gesagt, das unten verlinkt, könnt ihr euch anschauen. Es sind echt immer super geile Angebote drin. Da kriegst du auch unter anderem so Cappies. Oder, also nicht immer, aber immer öfter, so Cappies, dann kannst du Jacken und so weiter von Einheit. Außer das kriegt ja nicht, das hat nur der Einheitshaariger. Aber jetzt schauen wir mal das Paket, ob ich es hochbringe. Jetzt warte mal. Oh Gott, Samen, ist das schwer.
Blödsinn. Jetzt schau her. Einheilwachsverkauf. Bestellt. Wo ist da der Staubsauger? Ich habe am Anfang gedacht, ich habe gestern schon ein Video gemacht, normal fühle ich das so vor. Dann schaue ich das Paket so an und denke mir, Scheiße, wo ist der Staubsauger? Dann lese ich da, Paket 2 von 2, dann habe ich das Video wieder ausgemacht, habe es gelöscht und dachte, mach's am nächsten Tag. Also, Staubsauger kommt natürlich. Staubsauger kommt. Und das hat der Harry bestellt. Nochmal den gleichen. Meine Frau gesagt, hallo, wie viel Staubsauger brauchst du jetzt noch? Warum? Wir haben da unten einen Staubsauger und so weiter und so fort. Dann sage ich, hör zu, das ist zum Absaugen für meine Säge, weil ich nehme meine 36 Volt Zugkappgärungssäge drin mit und auch die normale Tischkreissäge, die 36 Volt nehme ich mit. Da habe ich auch so einen Tisch gebaut, der wo da dran gestanden war, habe ich so einen Tisch gebaut, wo alles droben sauber drob ist. Das zeige ich euch dann. Und da kommt der unten rein. Habe ich auch hier schon so gehabt. Aber mir ist es zu blöd, immer den mitzunehmen. Zum Schluss vergiss ich ihn unten und dann ist das selber hin und her. Also einmal den Staubsauger, den packe ich aber jetzt nicht aus, weil da gibt es schon Videos dazu. Aber das ist auch ein sehr guter Highlight-Staubsauger von dem, wo ich echt gerne mag. Den nehme ich richtig oft. Zum Beispiel auch, wenn ich oben, gestern habe ich wieder unseren Wintergarten sauber gemacht, da sind immer oben die Spinnenweben. Das ist, keine Ahnung, 5 Meter hoch, 4, 5 Meter hoch. Da nehme ich dann so KG-Rohr. 5er, habe die zusammengesteckt, da passt ganz genau das da drauf, steckst dann rein und dann kann ich in die Höhe gehen. 2 Meter, ja doch, das hat 5 Meter, 2 Meter Stücke sind es, 2 Stück sind 4 Meter, plus das, dann noch ich so, also mindestens eher 6 Meter. Also, einmal hier den Staubsauger, haben wir bekommen. Dann schauen wir mal da rein, was da noch drin ist. Es ist immer ein Highlight. Okay, das mit den 5 Paketen, meine Frau hat mehr bekommen wie ich diese Woche, aber ihr wisst ja, da steht da noch einiges, wo ich da so, da kommt in nächsten Videos. Ihr wisst Bescheid. Schauen wir mal. Da sind die Pellsteller drin, die kennt ihr ja wahrscheinlich. Also. Einmal habe ich mir einen Laubsägebogen bestellt. Eisensägebogen, okay, ist das richtige Wort. Da habe ich meinen bestellt, weil ich habe zwar hier 2, aber ich möchte, die 2 haben verschiedene Sägeblätter und den nehme ich mit. Also, den nehme ich mit. Dann habe ich mir bestellt 2 solche kleine Rohrzangen. Habe ich mir gedacht, die sind größer. Okay, die haben 3 Euro gekostet. Aber ich habe das jetzt nicht durchgelesen, die geben das 200 mm auf, das heißt, ich habe jetzt leider nicht, 25 mm gehen es auf. Ich habe mir die Größe vorgestellt, aber da bleibt eine hier und eine geht mit. Ja. Dann habe ich mir bestellt die kleine Schleifmaus, die habe ich auch schon hier. Habe ich mir bestellt. Das ist sogar das neuere Modell, wie was ich habe, weil ich habe die allererste noch da. Der geht mit. Und dann habe ich mir noch was bestellt. Und zwar das da. Das Ding hat 10 Euro gekostet. Und eigentlich nur wegen dem Luftprüfer. Den nehme ich auch mit. Und wegen dem Spiralschlauch. Weil da habe ich den Spiralschlauch erst gesehen. Weil der hat allein, glaube ich, 10 oder 12 Euro im Baumarkt gekostet. Also diese Pistole brauche ich nicht. Ich habe eine SATA-Spritzpistole, wo ich seit 30 Jahren immer genommen habe. Aber das da geht auch mit. Hallo? Hallo? So geht es vielleicht nicht, gell? Wenn ich das so mache, bleibt es so. So, und dann haben wir aber noch etwas. Dann haben wir noch etwas. Versteht ihr, dass wenn ihr sagt, wir haben noch etwas, wir haben noch etwas. Wir haben noch etwas, und zwar das da. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was drin ist. Aber es kommt auch vom Wachsverkauf. Ich habe so ein kleines, ihr könnt da so ein Feld ausfüllen bei eurer Bestellung. Da ist unten so ein freies Feld. Und da schreibe ich nein, Grüße vom einen Herrn und so weiter und fort und Ding und ja, wie geht's euch und so weiter. Ich kenne die Leute zwar nicht persönlich, sondern vom Telefon.
Und da habe ich einen kleinen Wunsch geäußert. Und dieser Wunsch wurde erfüllt. Jetzt guck her. Warum habe ich den Wunsch geäußert? Ihr seht ja, ich mache jetzt immer, gerade wegen dem Mikro, weil ja so viel geschimpft haben, dass es übersteuert, wenn es da ist. Das tut es auch. Und ihr habt das in anderen Videos gesehen, dass die das da oben hinmachen. Jetzt setzt ihr halt immer Mützle auf. Dann kommt das nämlich auch mit. So schaut's aus. Also, das da, Abmarsch, go Baby, go. Ja, so schaut's aus. Also, wie gesagt, Werksverkauf, ganz wichtig, schaut's rein. Da sind momentan richtig viele Sachen drin, gerade Power Exchange mäßig. Aber auch mal so Werkzeuge oder Bits oder Schraubendreher und so weiter habe ich also wirklich schon. Das zum Beispiel zeige ich euch nur schnell, Moment einmal, das habe ich letztes Mal mitbestellt, obwohl ich es wirklich überhaupt nicht braucht hätte. Das ist so eine Sache immer, du brauchst das eigentlich gar nicht, weil du schon tausende Schlüssel hast, aber das Ding hat 2 Euro gekostet. Also, da muss man es mitbestellen. Also da, wo ich, wenn ich, da, da wird der Kescher geschlagen, wenn du es nicht mitbestellst. So schaut es aus. Also, das war es schon wieder von mir. Als nächstes kommen jetzt dann die Videos von den ganzen Geräten, wo hier stehen. Versprochen. Nur hab. Ja, da arbeitet wieder einer. Das ist übrigens der Flüsterkompressor von Einheit. Da gibt es auch Videos davon. Der ist genial. Der ist wirklich genial, weil du kannst jetzt ganz normal weiterreden. Der ist nicht im Weg, der ist kleinhandlich süß. Und vor allem, er ist nicht so laut, weil den anderen, was ich habe von Einheit, der ist so laut. Da tun dann, also mit meinem Tinnitus, das ist ein bisschen ein Problem. Und deswegen habe ich da den Flüsterkompressor mir bestellt. Gibt es auch Videos davon. Wenn ihr so wollt, könnt ihr das verlinken. Schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Dann kriegt ihr von mir den Link von dem Flüsterkompressor. Dann sage ich nur eins für den, der noch kein Abo nicht von mir hat. Wie gesagt, ich bin der, der wo für euch versucht, immer die neuesten Geräte zeitnah zu bekommen, so dass, dass ihr das anschauen könnt und es vielleicht Entscheidungshilfe ist für euch. Will ich das kaufen? Ist auch das was? Brauche ich das? Brauche ich es nicht? Bei den meisten Einheiten ist es so, man braucht es eigentlich nicht, aber man will es halt. Das ist halt, wollen ist halt stärker, wir brauchen und ab und zu brauchst du es dann und dann hast du es auch. Das ist einfach so, sage ich zu meiner Frau immer. Deswegen die Devise, Akku rein glücklich sein, Abo da lassen, Daumen nach oben, würde mich riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Einheit-Harry. Schaltet jetzt wieder ein, wenn es heißt, hier ist euer Einheit-Harry. Ciao, Servus.